Trotzdem, die Wand hier sieht echt anders aus. Aber hier ist nichts. Also es könnte sein, dass man die Tür da hinten nicht normalerweise hätte öffnen können. Und dass wir sie nur von dieser Seite öffnen konnten. Aber dann wäre es nicht wirklich ein Geheimraum gewesen. Weil der Lord von dieser Festung hätte sich schon gewundert, hey, wo führt denn die Tür dahin? Und wenn sie nicht aufgeht, hätte er sie eingeschlagen. Also ich glaube, da ist gerade ein Bug oder so. Und wir sind alle müde. Weg, 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 weg. Was haben wir hier? Lila farbene Flüssigkeit. So, du Schwäche heilen. Ich gebe mich auf. Nö. Du mach doch mal bitte hier ein Leuchtfeuer. In der Hoffnung, wenn wir später nochmal hierhin teleportieren, dass der Geist dann wieder da ist und wir mit ihm ernstes Wörtchen sprechen können. Du Schwäche heilen. Geh rüber. Klick. Du Schwäche heilen. Sie. Du Schwäche heilen. Sie. Töten, töten, töten. Schon wieder irgendwas kaputt gegangen. Weg mit dir. 141, sehr gut. Weg, 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 weg. So. Das ist ein ganz schön großes Bett für fünf Jungs. Oh, Gold, 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 Gold. 1500. 400 ist okay. Das ist eigentlich Ramsch. Und eine viel zu sperrige Plattenrüstung. Das war schon an Räumen, oder? Ja. Also da ist dieser weiße Punkt, der ist echt... vielleicht sollten wir da eine Fackel anklicken oder so. Guck ich da nochmal. So, Enter. Du, Inferno. Du, Hauen. Du, Funkflug. Du, Kraftheilung. Du, Hauen. Du, Funkflug. Inferno. Geteiltes Leben. So, hauen, 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 hauen. Na komm. Warte mal ganz kurz. Du. Eile. Die ist hier ausgelaufen. So. Das könnte jetzt echt so eine Art Wachraum sein vor dem Gemach des obersten Anführers hier. Also da. Gucken wir doch mal, auch wenn wir ganz schön angeschlagen sind. Oh. Du Inferno. Oh, oh, oh. Kero kommt wieder auf die Nase. Okay. Weg, 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 weg. Soldat tot. Noch mehr Gegenstände kaputt. Bestimmt doch ein, zwei Waffen. Ja, ein, zwei Waffen ist richtig. Repariert. Eine Waffe. Repariert. Zweite Waffe. Ich weiß nicht. Dritte Waffe. So. Und bestimmt noch jede Menge Ringe und so weiter, aber die mache ich später. Oh. Da war ein Magier dabei. Wir sollten, glaube ich, langsam wirklich einen taktischen Rückzug vornehmen. Jo, 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 jo. Lauf, 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 lauf. Warum leben hier... Wow, okay. Wir haben Versteckung bekommen. Sehr garstig. Okay. Fackellicht. Tag der Götter. Tag des Schutzes. Und dann gleich noch den anderen.
Aber jo, wir hin und wieder gekämpft haben, haben sie wohl Versteckung bekommen. Und hinter uns alles vollgepflastert mit Soldaten, Hexern und dergleichen. Könnte interessant werden jetzt. Aber das sind nur ein paar, ja. Ja, das sind ein paar mehr. Komm, 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 alles schön in der Reihe. Armageddon. Nein, das geht hier drin nicht. Inferno. Hauen. Bismarck-Feuer. Oh, da sind viele draufgegangen. Ja, das ist alles nur klein Kram. Husch. Na hier. Weg mit dir. Und schon fliegt er. Na komm her. Bye bye. So, noch irgendwo rote Punkte da unten. Ich hätte schwören können, hier wären irgendwo noch welche gewesen. Auf dem Weg nach draußen. Aber okay. Brenner. Warlock. Oh. Veteran, Soldat, okay. Alles kaputt. Oh, da war ein Ankh dabei. Da kann ich nichts machen. Da kann ich nichts machen. Repariert. Den Ankh sollten. Wow. Repariert. Den Ankh sollten wir zum Geist bringen. Hm? Das, das, das. Repariert. Repariert. Das, das, das. So, alles okay? Ja. So, Ankh im Inventar. Keine Geheimräume hier. Auf zu der Stelle, wo der Geist meinte, dass der Geheimraum wäre. Mit Ankh in der Hand, also Gerugon. Auch wenn der Ankh eigentlich dafür da war, den Verräter auszuweisen, als ich gehöre zu Bar, aber vielleicht klappt es ja trotzdem irgendwie. Da war die Geheimtür. Nö. So, Fackel. Hier ist nichts. Schädel, hier ist nichts. Nee. Also entweder ist es wirklich ein Bug, oder sie gehen davon aus, dass das hier die Geheimtür sein soll. Und das ist der Bereich, den er vor allen Leuten geheim gehalten hat. Aber warum denn da eine Tür ist zu einem Hauptkorridor, verstehe ich nicht. Und warum hier drin Leute gefangen waren. Also Soldaten. Also Bug oder Plothole. Aber sei es drum. Unsere Helden sagen, die Luft ist rein. Sie spüren kein Kribbeln im Nacken. Also können wir hier wieder raus. Und dann gehen wir dahin, wo... Was war das? Hat's Klick gemacht? Hm. Na gut. Dann, was ich sagen wollte, gehen wir dahin, wo wir eigentlich hingehen wollten, bevor wir die Burg hier gefunden haben. Nämlich die Druidenfestung. Die ist weiter am Westen, da lang. Und da wir dekadent sind, fliegen wir dahin. Wo warst du genau? Einfach schnurstracks geradeaus. Okay, jetzt kriege ich hin. Rechts und links noch kleinere Grüppchen von Gegnern, aber die ignorieren wir. Wir wollen nur hier in Ruhe schlafen können, das können wir jetzt schon. Festung des Kriegsherrn. Du. Der Obelisk war dann doch hier unten. Festung des Kriegsherrn. Es wäre schon schick. Ich meine, es ist ein Stufenaufstieg bei Paladin oder Ritter, bin ich mir gerade nicht sicher. Ach komm, gucken wir mal kurz rein. Hier war irgendwo ein Teleporter als Abkürzung. Ja, ich glaube, das ist richtig. Oder? Ne, es geht wieder raus. Hier. Da hoch. Da hoch, darum. Das ist keine wirkliche Abkürzung, aber okay. Fässer sind immer noch leer. So, wo fing es an, wirklich schwer zu werden? Ab hier, ne? Da kamen die ersten Todesritter. Und alle sind müde, das ist nicht gut. Das ist kein guter Anfang. Schwäche heilen. Dich.
Du machst jetzt hier mal bitte einen Sprungpunkt dahin, damit wir jederzeit fliehen können, uns heilen und dann wieder hierher kommen. Die Tür ist zu. Doppelt verschlossen. Mhm. Da oben hatten wir schon alles aufgeräumt, glaube ich. Oh. Warum haut mich was? Achso, die versuchen mich durch die Wand durchzuhauen. Ganz schön aggressiv. So, du Schwäche heilen bei ihm. So, da sind die Gegner. Du mach bitte wieder eine Eile. So, Enter. Hauen. Töten. Töten. Hauen. So, erster Flieht, sehr gut. Hauen. Töten. Töten. Du musst jetzt auch bald fliehen. Ja. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit... Was machst du da? Weg mit dir. Zaubern, das sind alle, aber ist okay. Oh, es geht doch. Leere Kisten, ich hasse leere Kisten. So. Mörderknüppel des Infernos. 3 bis 18 Feuerschaden. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also nicht wirklich als Waffe. Also als Primärwaffe, sondern eher, wenn man gegen Schleime kämpft oder so. So ein Bett. Ein Schrank, der natürlich leer ist. Wo geht's raus? Da geht's raus. Können wir hier schlafen? Bestimmt nicht, weil hinter der Mauer da ganz, ganz viel böses Zeug lauern wird. Das heißt, du springst uns mal bitte nach... Blackshire. Da ist die Taverne am nächsten dran. Schlafen wir hier? Fackellicht. Tag der Götter. Gehen kurz zu einem Rüstungshändler, machen den ganzen Ramsch hier weg. Dann porten wir uns wieder da mitten da rein. Du, weg, 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 weg. Rüstungshändler? Achso, hier vorne. Die Waffen bitte nicht anfassen. Weg, 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 weg. Bis zum nächsten. Das kann weg. Das. Komm, identifizier's kurz. Ah. So. Hier nix. Aha. Da was. Kinkerlitzchen, nicht wirklich. Waffen. Aha. Waffen können weg. Der Stab kann auch weg, auch wenn er toll aussieht. Ja, die ganzen Waffen können auch weg. Aha. Später. So. Die Waffen bitte nicht anfassen. Kaufen, weg, 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 weg. Bis zum Deck. Waffen zu ihr, zum Waffenhändler. Zum Kinkerlitzchenhändler. Und du verzauberst bitte nicht, weil wir die Zauberung gebrauchen. So. Weg, 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 weg. Gut. Tag des Schutzes. Für dich. Leuchtfeuer zurückspringen zur Kriegsherrenfestung. Und du machst bitte Stunde der Kraft. So schnell kann das gehen mit dem Schlafen, Aufstocken, Hochbuffen, wieder zurückspringen. Lloyd's Beacon ist echt ein super praktischer Zauber. So, erster Raum ist clear. Hier sind noch billige Wachen drin. Bisher. Kiste mit Gold. Nix. Noch billigere Waffen. Das waren die ganz am Anfang, wo ich dachte, ach, ist das einfach hier. Leere Kisten. Oh, ist eine Abkürzung. Klick. Ich hoffe, die bleibt auch offen. Hier ist doch ein Raum. Achso, da ist die Tür. Oh, Veteranen. Da zauber ich doch mal die ein bisschen. Weil die Veteranen sind die, die immer wieder unsere Ausrüstung zerstören. Wenn sie mal Glück haben. Weg, 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 so.
Das kommt alles mit. Was bist du? Segen kann verkauft werden. Das kann verzaubert werden. Das kann verkauft werden. Das kann verkauft werden. Ja, das kann weggeschmissen werden. So. Da oben. Kommen jetzt mal langsam wieder schwerere Gegner. Ich fühle mich irgendwie veräppelt. Ich hatte richtig Schiss vor den Dungeon wegen den Todesrittern. Jetzt. Na also. Ich hätte wahrscheinlich nichts sagen sollen. Verdammtes Ritter. Was hast du mit Lee gemacht? Ängstlich. Okay, ängstlich ist noch okay.